Ja, erstmal schade ohne Fans natürlich, aber im Großen und Ganzen denke ich, ja, war es in Ordnung. Ja, ich denke, wir haben alles reingeholt, das hat man noch gesehen. Schade, ein paar Mal haben wir wirklich richtig geile Kontermöglichkeiten gehabt. Bin ich vielleicht auch zurückgelaufen und nicht so gut und ja, ein bisschen noch die Abstimmung fehlt vielleicht bei mir und schade, trotzdem 0-0 ist okay. Es ist jetzt ja nicht negativ, das ist in Ordnung. Und jetzt haben wir zwei Endspiele und da wollen wir 6 Punkte holen. Wir sind natürlich erstmal enttäuscht, dass sie nicht mehr mitnehmen konnten als einen Punkt, weil uns die 3 Punkte natürlich mehr geholfen hätten um die Top 6 rum. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Punkt mitgenommen und das ist besser als nur Punkte. Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gewusst, dass wir gewinnen müssen, wenn wir, oder gewinnen sollten, wenn wir nochmal mitreden um die Top 6. Von dem her sind wir jetzt, denke ich, schon etwas enttäuscht, vor allem beim Derby natürlich, wenn du das gewinnst, ist natürlich immer gut, aber ja, wir haben trotzdem zu null gespielt, deswegen haben wir dann einen Punkt geholt und es sind jetzt noch 2 Spiele und vielleicht ist der Punkt am Ende des Tages noch sehr viel wert. Ja, ich glaube, der das erste Tor gemacht hätte, hätte das Spiel gewonnen. Also so hat es auf jeden Fall angefühlt. Rapid, glaube ich, mehr Ballbesitz gehabt. Aber wir haben dann, glaube ich, einfach unsere Aktionen oder unsere ja, Stiche nach vorne zu inkonsequent ausgespielt. Oder wir haben viel zu wenig draus gemacht oder zu wenig Torschüsse auch gehabt mit unseren wirklich guten Konter, glaube ich, den wir vorgefunden haben. Hat mich an die zweite Liga in Deutschland ein bisschen erinnert. Also ja, wirklich viele lange Bälle, aber ja, auch manchmal, weiß nicht, so überhastet gespielt, muss man sagen. Haben wir wirklich unnötig den Ball verloren. Auch ich manchmal. Das war also im Luftkampf. Ja, es war manchmal nicht gut, wie gesagt. Aber ja, das 0-0 immer mit, das ist ein Punkt und das ist okay. Ja, schwierig. Für mich war es, also wie gesagt, schwierig, weil immer viele hohe Bälle über mich drüber gegangen sind und somit haben wir auch keine Sicherheit im Spiel gehabt. Wir hätten einfach viel ruhiger spielen müssen, mehr von hinten raus und dann hätten wir uns auch mehr Torchancen erarbeiten können. Ja, es war irgendwie eine komische Partie. Es war so viel Kampf, viel hohe Bälle, viel zweite Bälle, irgendwie ja, wenig spielerische Akzente von beiden Mannschaften. Es waren auch jetzt nicht so viele große Chancen zum sehen. Von dem her, ja, ist das Unentschieden, glaube ich, in Ordnung. Solange es rechnerisch möglich ist, sind wir voll dabei. Also, wenn wir nächste Woche gewinnen, dann sagt auf einmal wieder jeder: Boah, ja, jetzt haben sie ein Finalspiel, jetzt haben sie sich das erarbeitet, die sind super in Form, aber da müssen wir hart arbeiten. Heute war genauso ein Finalspiel wie die nächsten zwei kommenden Adern. Ja, dass wir jetzt 3 Spiele nicht verloren haben, das ist auf jeden Fall positiv. Und Derby, ja, will man auf jeden Fall nicht verlieren. Ich sage, wenn du es nicht gewinnen kannst, ist ein Unentschieden immer okay. Und von daher, ja, wie gesagt, haben wir jetzt 2 Endspiele und die wollen wir einfach gewinnen. Ja, wir müssen natürlich wieder alles reinhauen, damit wir gegen Sturm Graz gewinnen, weil es auch keine schlechte Mannschaft ist. Aber ich denke, wenn wir so rangehen, wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben, dann sehe ich da viel Positives bei uns. Ja, in unserer Situation ist eigentlich jedes Spiel so, dass wir eigentlich gewinnen müssen. Es sind nur 2 Spiele, ich weiß nicht, ich glaube, es sind jetzt 3 oder 4 Punkte, bin mir jetzt nicht sicher, 3 Punkte, glaube ich. Ja, hinterm 6. Platz, das heißt, wir haben 2 Spiele, wir müssen 6 Punkte machen und dann schauen wir, wie es ausschaut.